So Leute, da gibt es wieder was Aktuelles von mir. Und zwar fängt die Challenge bald an. Wir haben es jetzt momentan aktuell 9.31 Uhr. Es gibt heute noch ein anderes Video, ein altes Video von mir. Ich habe nämlich noch ein Burgencheck-Video am Start mit noch zusätzlichen Angriffen von mir. Die gehen dann heute raus. Wie gesagt, da bitte beachten. Ich habe es mittlerweile mit der Meisterliga ja schon geschafft. Das Video ist, glaube ich, mal fast 2 Wochen alt oder so. Bloß, dass das halt eben auch noch rauskommt, logischerweise. Und dann ist das schick. Und dann geht es dann halt eben mit der Challenge los. Was ist dazu noch kurz zu sagen? Ich bin sehr positiv überrascht, sage ich mal, dass es wirklich so gut klappt. Hier, guckt mal, wir haben 4.400 Gesamtpunkte. Hier, also ohne Liga, ohne Liga, ohne... Also das ist richtig krass. Richtig geil. Und das ist echt eine geile Nummer. Achso, nochmal an Hondo kurz. Wenn du... du kannst eigentlich... Ja, schreib mir einfach über YouTube. Das geht genauso. Das ist kein Thema. Kannst mir auch eine normale Nachricht... Oder was weiß ich, Kommentar hinterlassen. Vollkommen Banane. Es wäre cool... Ich würde jetzt nämlich nicht noch weiter angreifen. Es wäre cool, wenn du deine Base komplett als What-the-fuck-Base umstellen würdest. Also was weiß ich, alle Lager und sowas an eine Seite und komplett YOLO und so. Und mich dann angreifen lässt. Dann sagst du mir einfach Bescheid, ey, hier, zack, kannst loslegen. Dann würde ich nämlich wirklich eine Rache machen. Und da du ja schon wieder relativ weit oben bist, müsste ich Poki-mäßig ja richtig was absahen können. Das wäre eine echt geile Scheißnummer. ja, mal gucken. Also das wäre richtig cool. Und ansonsten, wie gesagt, hier läuft richtig gut. Und jetzt gucken wir aber mal zu Hashtag The Return. Oh, sind sie? Ich habe nichts gesagt, schon auf 11 runter. Okay, aber trotzdem, ja, ist ja relativ viel noch, sage ich jetzt mal. Aber dann geben sie sich ja doch schon Mühe. Also, deren Vorteil ist ganz, ganz klar und der liegt auf der Hand. Sind wir ehrlich, brauchen wir uns nichts vormachen. Weil, guckt euch die Level von denen an. Hier 116, Kevin. Die gehen richtig hoch. Also, und wenn die hier 124, wenn der von, ich sag jetzt mal, 400 steigt, der geht richtig hoch. Also das ist eine ganz klare Geschichte. Also da muss man auch einfach wirklich mal wirklich neidlos anerkennen, das wird eine schwere Kiste. Wie gesagt, die einzige Sache, die wirklich in Anführungsstrichen unsere Hilfe wäre, wäre natürlich wirklich hier, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas haben. Und selbst das wird schon mega schwer, aber wird für uns in Anführungsstrichen leichter, wenn jemand wie Nico jetzt in dem Bereich bleibt. Wenn der natürlich auch runtergeht, alter Falter, dann haben wir keinerlei Chancen. Aber wie gesagt, das ist es ja einfach mal. Man macht ja nicht eine Challenge, wenn man sagt, ah, naja, komm, wir wissen ja eh, wer gewinnt und so. Sondern einfach, wir lassen das mal richtig spannend werden und dann sehen wir, was geht. Wird auf jeden Fall spannend. Also ich freue mich richtig drauf. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo der Fred sich versteckt hat. Der ist hier. Und ja klar, über Nacht wird er garantiert wieder hochgeschossen sein. Ich habe das ja bei mir gesehen. Also wird auf jeden Fall eine richtig geile Nummer. Erfüllt mich mit sehr viel Freude. Und ja, wie gesagt, also ich habe noch 2 Stunden, wie gesagt, das Schild. Da, ja, also es ist wirklich, also es sagte einer, naja, am Ende auf Null zu gehen wird schwieriger als in Kristall zu kommen. Ja. Ist so. Ist definitiv so. Und besonders, man bleibt ja halt eben nicht so lange da drin. Das ist richtig krass. Die wollen ja dann alle noch tiefer, noch tiefer. Und dann wird es richtig schwierig. Und da gibt es dann auch nichts mehr zu gewinnen. Nicht mehr wirklich. So, noch eine andere Sache. Die Queen habe ich gerade auf 4 gemacht. Klar, das passt. Ich lasse die jetzt auch in Ruhe.
In Anführungsstrichen, also ich habe die jetzt beide schlafen gelegt. Den Tipp habe ich gestern bekommen, weil sie dann natürlich nicht von anderen rausgelockt werden können und angegriffen werden können. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von der Death, ja, bin ich eher nicht so begeistert, sondern wirklich, die bringen dir halt im Angriff was. Meiner Meinung nach. Da bringt dir die Queen richtig was. Da können wir richtig loslegen. Und da freue ich mich, dass ich die dann auch bald auf 5 machen kann. Und dann sieht das mal hier richtig lecker aus. Ja, ansonsten, ich werde für die Aktion die Kasernen nicht pushen. Weil ich. Also denke ich mal erstmal nicht, weil ich wirklich auf die Bauhütte spare. Und ich denke, das ist auch so machbar. Wie gesagt, meine Taktik grundsätzlich, hatte ich ja schon mal erwähnt, wird dann wirklich sein, nicht oft spielen, sondern wenn dann richtig lange. Was heißt, also richtig lange ist jetzt nicht hier wieder 6 Stunden durch oder so. Nein, sondern ein bisschen weniger halt. Also was weiß ich, dass man so bei 2 Stunden ist oder so. Ich könnte das Bild. Moment. Ich könnte das Bild, was ich gemacht habe, auch nochmal im, was weiß ich, auf der Facebook-Seite hochladen. Bloß ich will es euch hier mal zeigen, so. Bloß, dass man das schon mal sieht. Moment. Ich mach das mal so. Ah, sieht man sehr schlecht. Nee, dann wird es nochmal hochgeladen. Also effektiv, wenn ihr es übertrieben habt und ein bisschen zu lange gespielt habt, dann kriegt ihr die Aussage, mach eine Pause, du hast zu lange gespielt und deine Dorfbewohner müssen sich etwas ausruhen. Und das fand ich schon ziemlich krass. Beziehungsweise, du warst zu lange online und du wirst bald für einige Minuten gekickt. Ja, diese kriegst du davor. Wenn du dann rausgehst, kriegst du eben die andere Meldung. Ja, wie gesagt, werde ich dann mal nochmal hochladen. So, wie auch immer. So. Unten werde ich voll zerfickt. Ja, genau, das kann natürlich passieren. Wie gesagt, ich lasse das Schild. So, das soll es gewesen sein. Und dann, wie gesagt, werden dann noch weitere Challenge-Videos kommen. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.